Der vierte Tag des DGB-Bundeskongresses steht voll im Zeichen von Europa. Die Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbundes EGB, Bernadette Segol, dankt in ihrer Rede den deutschen Gewerkschaften für ihr europapolitisches Engagement. Segol betont außerdem das europäische Friedensprojekt. Die Vorgänge um die Ukraine und der Krieg im ehemaligen Jugoslawien sollten uns daran erinnern. Dieses Europa ist die Konsequenz aus zwei schrecklichen Weltkriegen. Frieden und Zusammenarbeit brauchen wir in ganz Europa. Schickt die Panzer in die Garage. Ein wichtiger Appell. Segol schafft es aber auch, die Delegierten mit viel Charme für sich einzunehmen. Dass ihr mein französisch eingefärbtes Deutsch klaglos ertragen habt. Dafür danke ich. Und das zeigt, dass ihr gute Europäer seid. Und zur Erinnerung an deinen fantastischen Auftritt, ein kleines Präsent, ein kleiner Berliner Bär. Thank you very much. It was a pleasure. Good luck. In einer anschließenden Gesprächsrunde diskutieren 7 Mitglieder europäischer Betriebsräte aus multinationalen Unternehmen die Chancen europäischer Mitbestimmung. Der Tenor: Europäische Betriebsräte können in ihren Unternehmen jede Menge Projekte anstoßen und wichtige Verbesserungen für die Beschäftigten durchsetzen.